Leute, es kommt endlich ein Feature schon nächste Woche, Dienstag, auf was wir schon seit Jahren warten. Nein, es ist kein Scherz und es geht auch nicht um die beliebten Sticker für irgendwelche Deathboxen, Heil-Items oder sonst was. Und dieses Feature stellt quasi die Patch-Notes, die ich jetzt für euch habe, für das kommende Event nächste Woche, Dienstag, das Collection-Event rund um das Tiererbstück und ein Buff für die G7, nein, ein Nerf für die G7, so rum, stellt das alles in den Schatten. Wir bekommen private Lobbys für jedermann nächste Woche Dienstag nach Jahren. Wir können endlich Private Games machen. Jeder von euch kann sie starten. Maximal 60 Leute. Es wird geil. Wir springen direkt in die Patch Notes und ich freue mich auf fucking nächste Woche. Let's go. Ich gehe in die Patch Notes und zieht's euch einfach selber rein. Es ist einfach mal kein fucking Scherz. Nächste Woche startet das Collection Event. Spellbound nennt sich das Collection Event. Der Kontrollmodus kommt für 2 Wochen zurück auf Stormpoint, auf World's Edge und Olympus. Die bekannten Maps, die es auf diesen einzelnen Battle Royale Maps gab, sind am Start. Ich möchte mit euch jetzt tatsächlich nicht das Game Update hier durchgehen. Es sind ein paar Änderungen, die in dem Kontrollmodus gemacht werden, die aber tatsächlich für den ganzen Spaß, den ich jetzt eigentlich loswerden will, einfach zeigen möchte. Also das, was jetzt hier an Änderungen, das ist für mich tatsächlich absolut uninteressant, weil einfach die Informations für die Private Matches viel, viel geiler ist. Aber auch die Patch Notes haben es trotzdem ein bisschen in sich, wie ich finde. So, ihr seht hier jetzt schwarz auf weiß, Create Private Matches für tatsächlich jedermann mit Crossplay und allem drum und dran. 60 Leute kannst du einladen. Inwieweit alle Maps am Start sind, das weiß ich nicht. Ich habe schon mal ein Turnier, glaube ich, gesehen. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, wo alle Maps verfügbar waren. Ich weiß aber nicht, ob es jetzt tatsächlich alle 5 Battle Royale Maps beinhaltet oder ob wir natürlich immer wieder warten müssen, welche Map-Rotation gerade ist. Also wenn wir jetzt gerade aktuell 3 Maps haben, werden wir wahrscheinlich in den Private Matches auch nur die 3 Maps spielen können. Das ist meine Vermutung. Ich habe solche Tournaments nicht oft verfolgt, deswegen bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob es alle 5 Battle Royale Maps wären. Wie das sonst aussieht, seht ihr hier, ist alles nicht sehr kompliziert. Wer so ein Turnier schon mal bei Prise Salz oder sonst wem gesehen hat, der kennt diese Bilder, wie das hier so alles aussieht. So, was brauchen wir noch? Ich dachte ursprünglich tatsächlich, dass diese Private Matches vielleicht Limited Time Modus speziell sind, aber hier steht nicht, dass das nur speziell für dieses Event ist, sondern dass wir das tatsächlich dann hoffentlich für immer haben. Dann haben wir hier noch ein paar Skins, die ich euch ebenfalls zeigen möchte. Wen haben wir hier? Vantage, wir haben Fuse und die Flatline. Dann haben wir die Alternator und Mirage, Seer und die Spitfire. Der Spitfire-Skin ist ultra sexy. Hier haben wir noch einen Skin für Mad Maggie und hier Vantage und die, habe ich jetzt so schnell nicht erkannt, was es für eine Waffe war. War es die Longbow oder war es die Vault? Eigentlich kannst du die beiden gar nicht verwechseln. Egal, weiter, komm, hier, wir haben das Erbstück für Seer und ich möchte hier nochmal betonen, Vorsicht an alle Seer-Mains, ein Nerf von Seer ist in den kommenden Patches sehr, sehr wahrscheinlich. Ob das jetzt zum Split passiert in einigen Wochen, in 2 Wochen, glaube ich, fast, oder 1,5 Wochen, wann der Split ist, oder erst in Season 16, ist nicht ganz klar. Aber ich würde Vorsicht walten lassen. Ob es hier dann vielleicht so weit genervt wird, dass er einfach nicht mehr ganz so genial ist. Ich verweise auf die Vergangenheit mit Valkyrie, auch wenn das sich in der Praxis nicht wirklich zeigt, dass sie weniger gepickt wird, ist es dennoch gefährlich für alle Mains, die dann sagen, okay, jetzt habe ich mir das Erbstück gekauft und jetzt ist hier so kacke. Na, vielen Dank, EA. Also einfach nur eine reine Vorsichtsgeschichte. So, wir haben noch einen Reward-Tracker. Wir können uns ein paar Skins freischalten. Nichts, was der Rede irgendwie wert wäre. Dann haben wir hier noch spezielle Stores, wo wir ein paar Euros sparen können, wenn wir denn dieses Event durchpayen wollen, wo wir ein paar Packs bekommen für ein bisschen weniger Geld. Das erste Pack zum Beispiel ist ein Krypto-Skin mit 7,1 einzelnen Packs für 50 Euro. Alles samt eine Menge Holz, wissen wir selber. Den Rest könnt ihr hier selber grob selber ersehen. Ich lese jetzt nicht jedes Pack vor. Und dann haben wir vom 17. bis 20. Januar nochmal eine andere Store-Rotation.
Ach so, vom 13. bis 17. auch noch. Das hätte ich jetzt fast übersehen. Dann vom 20. bis zum 24. nochmal diese Rotation. Und jetzt kommen wir zu den Patch Notes. Denn auch hier ändert sich ein bisschen was. Die Crafting-Rotation hat sich geändert. Die G7, oh mein Gott. Die G7 geht in den Crafter, genau wie die KSMG. Die Spitfire und die Peacekeeper kommen zurück. Und ich glaube, das wird nicht bei jedem auf Freude stoßen. Zum einen ist die G7 bei vielen nicht beliebt, weil es heißt, sie ist einfach zu stark, sie muss genervt werden. Viele haben gesagt, ach so, übrigens kommt noch ein Nerf, seht ihr weiter unten, aber dennoch würde ich den Nerf als nicht wirklich relevant betrachten. Die G7 ist wirklich sehr, sehr stark. Viele hätten sich gewünscht, dass er am liebsten ins Care Package zurückgeht. Ich wünsche mir das natürlich nicht, meine Lieblingswaffe. Aber die Spitfire kommt natürlich zurück in den Floor Loot, wird auch viele nicht begeistern und die G7 ist natürlich so einfach zu bekommen wie noch nie. So, weiter geht's. Der Anvil Receiver wird ein wenig genervt. Der Grundschaden oder der Grundmultiplikator, wenn wir auf die Beine schießen mit dem Anvil Receiver, egal ob 301 oder Flatline, wird von 0,9 auf 0,75 reduziert. Der Flatline-Schaden mit Anvil Receiver wird von 43 auf 39 reduziert und bei der 301 von 35 auf 32. Allesamt verständlich, die G7 bekommt tatsächlich einen Damage-Nerf von 34 auf 32 Grundschaden. Ebenfalls ein Nerf, den ich nachvollziehen kann. Ob der jetzt so viel... Naja gut, du brauchst auf jeden Fall auf einen Gegner, der vielleicht nur 100 Leben hat, brauchst du auf jeden Fall eine Kugel mehr. Das macht sich schon bemerkbar. Mit einem weißen Körperschild brauchst du dennoch 5 Kugeln. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, 3, 6, 9, 12, 15... Ja, es sollte passen. Auf ein weißes Schild sollten 5 Kugeln reichen, wenn du richtig triffst. Der Prowler wird ein wenig gebufft, bekommt einen Grundschaden-Buff pro Kugel von 14 auf 15 und die Sentinel braucht zum Aufladen jetzt nur noch eine Schildzelle. Bugfixes gehe ich wie immer nicht drauf ein. Ladies and Gentlemen, was sagt ihr zu diesen krassen Sachen? Alter! Private Matches, Alter, ohne Scheiß, alles rückt in den Hintergrund. Wir bekommen private Matches, wie geil ist das denn? Endlich können wir Turniere starten oder einfach nur in einem Livestream sagen, kommt Leute, alle die zuschauen, wer Bock habt, hat joined, komm, wir stellen ein paar Regeln auf. In den privaten Matches kann man auch bestimmte Regeln aufstellen, darauf gehe ich jetzt hier aber nicht ein, aber es gibt einiges an Regeln, die sehr, sehr interessant sind, aber das soll Thema eines eventuell dann anderen Videos nächste Woche werden, denn ich habe mir den Tournament-Modus noch nie selber genau reingezogen, weil ich nie das Privileg hatte, solche Codes zu bekommen. Ich bin aber tatsächlich nicht so extrem hinterher gewesen, wie das einige andere Co-Streamer gemacht haben. Von daher bin ich jetzt auf jeden Fall gespannt. Wer übrigens das Video von heute Mittag noch nicht gesehen hat, Skill-Based Matchmaking habe ich da angesprochen. Änderungen werden kommen, Fortschritte gibt es schon. Respawn hat sich zu Wort gemeldet, wie der Fortschritt ist und wie das aussieht. Und es sieht alles so aus, als wäre das eine positive Richtung, in dem sich die Testphase für das Matchmaking befindet. Und da habe ich richtig Bock drauf. Wer es noch nicht gesehen hat, sollte sich das noch reinziehen. Das war es jetzt von mir. Daumen, Abo, Kommentar, alles und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.